Jesus spricht über dunkle Seelen und Hass, Angriffe und Probleme, Lösung und Heilung. 20. September 2016. Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann: Möge der Friede und die Ausdauer von Jesus mit uns allen sein. Der Herr begann, mit mir über die vergangenen Tage zu sprechen, und ich hatte Fragen, warum neue Probleme auftauchen, kurz nach der Lösung und Heilung von anderen Problemen. Es kann manchmal entmutigend sein. Ich fühle mich wie eine Ente in einer Schießbude. Aber aufgeben ist keine Option, niemals. Meine Zeit mit ihm begann. Herr, du kennst meine Kämpfe mit dem Glauben und mit den vielen Dingen, die plötzlich aus dem Nichts auftauchen. Kaum haben wir ein Problem gelöst, nimmt schon etwas anderes dessen Stelle ein. Bitte, hilf mir. Jesus begann: Ich weiß, was du denkst, ich kann dein Grübeln hören. Ich höre auch, wie der Feind dir zuflüstert und Dinge andeutet. Da gibt es viele, die euch beiden viel Böses und den Tod wünschen, aber diese Wünsche werden unerfüllt bleiben. Vielmehr arrangiere ich Prüfungen für sie, die ihre Aufmerksamkeit von euch abziehen. Aber du weißt, Claire, da gibt es immer weitere Hasser und Neinsager. Ich schätze deine Gebete für sie, wirklich. Es sind dunkle Seelen, die mich nötig haben. Ich will ihnen meine Liebe schenken, aber sie weisen sie zurück. Sie wenden sich ab und ziehen Wut, Verbitterung und alle dunklen Dinge vor. Dies ist, wo sie ihre Befriedigung finden. Von den Teufeln, von der satanischen Anbetung und den Schmerzen, die sie anderen zufügen. Sie sind verformte und entstellte Seelen, Claire. Mein Herz schmerzt ihretwegen. Wenn sie dich nur kennen würden, Jesus. Sie wissen genug über mich, um zu wissen, dass sie mich nicht wollen. Aber wie können sie dich nicht zum Freund wollen? Es ist kompliziert. Und es hat seinen Ursprung in Verletzungen, vermischt mit Lügen, die mich laufend beschuldigen. So viel wurde auf die ursprünglichen Zwischenfälle gehäuft, dass sie nicht einmal mehr wissen, was sie glücklich macht. Du hattest recht, als du sagtest, dass es keinen glücklichen Satanisten gibt. Selbst wenn sie denken, dass sie jetzt glücklich sind, so werden sie herausfinden, dass alles eine Illusion war. Und dass Satan sie abgrundtief hasst, genauso wie sie alle anderen gehasst haben. Es ist eine Wahrheit, dass der Charakter des Führers bis zum kleinsten Mitglied durchdringt. Dies allein sollte es ihnen deutlich machen. Satan geht es nur um Hass und sie werden benutzt. Wenn sie nicht mehr nützlich sind, dann werden sie herausfinden, welche Achtung dieser Erzdämon wirklich hat für sie. Was geschah, als John Ramirez Satan um eine Ruhezeit bat, weil er müde war? Er wurde für ein ganzes Jahr blind. Dies zeigt, wie Satan in Wahrheit fühlt für seine Marionetten. Herr, das schmerzt mich zutiefst. Was für eine schreckliche Täuschung. Es ist gerecht, Claire. Sie wissen es am Anfang besser. Sie wissen, dass man anderen nicht wehtut, aber sie ignorieren, was ihnen durch ihr Gewissen gesagt wird. Immer und immer wieder tun sie diese Dinge, um andere zu verletzen, bis es da kein Bewusstsein mehr gibt, was richtig und falsch ist. Nur noch, was sich gut anfühlt. Und andere zu verletzen, fühlt sich sehr gut an.
Man kann mit ihnen nicht argumentieren. Da geht es nicht um die Funktion des Denkens. Es geht viel tiefer. Es ist ein tiefer Schmerz und Zurückweisung, welche in Vergeltung übergegangen sind gegen die ganze Menschheit. Hass, reiner, unverfälschter Hass, bis Satan die Seele übernimmt und sie nur dafür lebt, sein Verlangen zu befriedigen, anderen Schmerz und Tod zuzufügen. Ich hasse es, darüber zu sprechen. Ich auch. Können wir bitte das Thema wechseln? Ich will wirklich mehr verstehen über Heilung und Glauben. Ich wache auf mit Angriffen gegen den Glauben und das Vertrauen. Lügen, dass die Heilung nicht funktioniert, obwohl ich gesehen habe, dass es funktioniert. Ich weiß, Geliebte, ich weiß, du musst mit mir zusammenarbeiten. Du musst es aussprechen und glauben, damit es Wurzeln schlägt. Dies ist nicht nur ein Unterfangen meinerseits. Ich brauche deine ganze Kooperation. Ich will, dass du glaubst, was der Geist sagt, dass ich es in deinem Körper tue. Ich will, dass du es täglich beteuerst, weil du jeden Tag unter Angriff stehst. Ich habe deinen Körper darauf eingestimmt, gewisse Krankheiten zu heilen, die dir bewusst sind. Nicht alle, aber einige. Das habe ich wirklich getan. Jetzt musst du deinen Verstand dazu bringen, an jenen Heilungsprozess zu glauben und jede gegenteilige Anregung zu verurteilen. Heilung ist ein sehr komplexes und heikles Thema, aber für die Seele, die einen festen Glauben hat, was viel zu selten der Fall ist, kann eine Heilung einfacher erreicht werden, wenn es mein Wille ist. Für den Rest der Seelen, die mit dem Glauben ringen, ist es ein Kampf und es kann euch erschöpfen. Aber ihr müsst nur gestehen, dieses gewisse Problem in meinem Körper wurde für eine Heilung vorgesehen und ich will es geheilt sehen. Dann dürft ihr dem Unglauben und Zweifel nicht nachgeben. Zweifel werden kommen, manchmal wie eine Flut von dem Feind. Aber du, meine liebe Tochter, musst sie zurückweisen in genau dem Augenblick, wo sie in deine Gedanken eintreten. Erlaube ihnen nicht, dort Fuß zu fassen. Fechte sie an und weise die Dämonen zurecht. Für die anderen Leiden, die ich zugunsten der Barmherzigkeit für die Welt und die Menschheit zugelassen habe, werde ich dir Gnade geben, damit du trotzdem weitermachen kannst. Alles, was ich mit dir tue, Claire, hat seinen Ursprung in der Liebe. Da gibt es so viele Dinge, die du erleiden könntest, und ich habe dich davor beschützt. Und diese Dinge sind bloß ein kleiner Liebesbeweis von dir an mich. Opfere sie für die verlorenen Seelen und besonders für die ungerechten Arbeiter. Ich schätze deine Gebete für sie sehr. Du wirst in der Tat Früchte sehen von diesen Gebeten. Ich segne dich jetzt, meine Tochter. Ich segne euch alle. Versteht, dass der Glaube Hand in Hand arbeitet mit meiner Gnade und ihr seid der Anker, um das Werk der Heilung fortzusetzen. Wir tun dies gemeinsam.